Hello, sugar. Hello. You ain't dead, is you? Not yet, anyway. What fall for it? I don't know. Colin's got a sense. Handing him over to the Lords. I don't know. Strange times. They killed Seamus. Fucked the whole lot of them. With this fella, Colin, right? He's escaping. Shoot him. Relax. Relax. I got him. Did I kill you? Not yet. No, of course not. Not yet. But I will. Finally! What is weapons over there? Arthur Morgan. It's good to see you. Hello, Gomp. How's the wound? I hardly feel it. You will. Septic. Ain't nice. Now, tell me. Fine gun like you. Why are you still running around with old Dutch? Could come ride with me and make real money. It ain't about the money, Colm. No, no. It's Dutch's famous cars. You killed a whole bunch of my boys. Six-point gag. I ain't got no clue what you're talking about. Oh, you lie, my friend. And I thought Dutch preached truth. Let me go, Colm, and end all this crap between you two. We all got real problems now. The way I see it. They get him. They forget about me. They ain't the forgetting sort. If I were you, I'd run as soon as I had the money. Oh, I know you would. But see, we lure an angry Dutch in to rescue you. Grab all of you and hang you in. Then disappear. So you only met with him to grab me? Of course. He's gonna be so mad. He's gonna come raging over here. And a whole lot of you. And the law will be waiting for him. Arthur. Arthur. I missed you. Es konnte ja nur ein scheiß Hinterhalt sein und ich habe echt schon, also klar, wir haben ja gesehen, wie weit die Story vorangegangen ist, aber oder wie weit wir in der Story sind, also hätte es nicht wirklich Sinn gemacht, jetzt schon zu sterben, aber war trotzdem krass. Toll. Erstmal erhitzen, hört. Wunder ausbrennen, ja, Wunder ausbrennen. Oder muss ich es drücken? Warte mal.
Oha. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das jetzt mit meiner Facecam überdeckt habe, aber ich hoffe es mal nicht. Sieht zwar nicht schön aus, erinnert mich aber irgendwie an einen alten Bud Spencer Transil Film. Ah, halt! Warte. Ah, komm, 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 komm. Mexico. I want to go home. Home. Hold on, I'm back in a minute. What the hell? So, Junge. Boah, aber die verschwurbelte Optik auch, ey. Hilfe, ich hoffe, ich muss nicht die ganze Zeit so. Yeah, drei Wurfmesser. Alter, ich bin ja richtig böse am Arsch. Aber ich... What's he still doing down there? It's one thing torturing a man, it's another thing putting him through stories of the homeland. Okay. He better hurry it up. I don't want to be here when the law comes for that side of beef. So, ich versuche mal den da auszuschalten, aber ich habe, wo sind das zwei? Ja, aber das ist nur einer. Komm, komm, komm. Ich muss irgendwie zu meinem Pferd. Sehr schön, dass ich Revolvermunition habe, wenn ich keine Revolver kriege. Haha. Alter. Ist den Oh Gott. Ich will die erstmal ganz gemütlich ausschalten. Weil, wenn ich es richtig sehe, habe ich da Waffen. Ich hoffe, er dreht sich jetzt nicht um, ansonsten bin ich am Arsch. Ja, leuchte mal schön den Baum an. Geh mal pinkeln, genau. Komm, Ava. Und ja, ich mache jetzt hier kurz einen Prozess. Die lasse ich dich los. Okay. So. Das ist jetzt Zweier. Der geht seine Runde. Oh Gott, der wird mich sehen, wa? Warte mal, wenn ich Glück habe, bin ich schnell genug. Wenn er sich nämlich wieder umdreht, Alter. Oh Gott. Jetzt kommt er noch rum hier. Warum kommt der rum? Werde ich von der Seite wahrscheinlich nicht angreifen können. Hallo? Nein, Mann, ich wollte ihn doch auf der anderen Seite überwischen. Na, vielleicht schaffe ich das nicht. Ja, natürlich, das war auch überhaupt nicht laut. Fuck. Okay, ich setze jetzt einfach mal darauf, dass hier keiner rumschleicht und ihn sehen könnte. Noch er. Kriege ich den von der Seite weg? Alles klar. Vielleicht sollte ich auch später die, oder vielleicht sollte ich die Leute auch aufheben für die anderen, die dann kommen. Ich will irgendwas, um diese Optik wegzukriegen, Alter. Das tut ja in den Augen weh. Also auf Dauer. Nehmen. Ja, toll. Ist nicht irgendwas, um dich aufzuhielen, ey? Natürlich nicht. Hä? Ist hier nicht. Ist hier nicht irgendwas? Kannst du sagen, um eine Waffe? Ah, geht doch.
natürlich jetzt so hin. Warte mal, hat Lasagne vielleicht noch was bei sich? Oder haben die hier irgendwas drin? Inventar fährt, aber wird wahrscheinlich bloß für sie. Ja. Oh doch. Warte. Arznein. Hab ich nicht irgendwas für Kerne, ey? Vorräte. Alles klar. Erstklassiges Rindfleisch, immer das Beste. Und ich hoffe echt, dass diese Optik langsam weggeht. Sehr schlimm. Ja, ich weiche ihn aus. Keine Sorge. Fuck, natürlich komme ich da nicht lang. Shit. Also wahrscheinlich würde ich lang kommen, aber das würde einfach viel zu lange dauern. Mal. Ja, ist okay. Nein, halt. Oh, Pferd! Sagen, ich werde bloß hier runter. Und ich werde mich hier so auf die Fresse legen, wie ist es jetzt schon. Ich glaube, hier unten sind wir relativ safe vor den Wachen. Ah, Alter. Aber das Ding ist, mir geht's doch jetzt wieder gut. Warum? Ich wollte gerade sagen, alles wird langsam besser. Oder? Wird's besser? Ich hänge ein bisschen. Oder er hängt ein bisschen. Eben, macht sie doch. Oh. Reiseverkürzung? Mal gucken. My dear boy, what? They got me. I got away. Yeah, you did. Miss Grimshaw, I need help. Reverend Swanson. He's gonna set the law on us. Oh, of course he was. I'm sorry, Arthur. It is a bit late for apologies. Swanson! Mr. Morgan, you're safe now. Oh, let's get him to bed. You are safe now, Arthur. I got you. You're safe now. That's pretty, it does. That's real pretty. Miss Grimshaw, will you sit with him a while? Of course. You'll be okay, Mr. Morgan. You're home. I thought I'd be burying you, Mr. Morgan. Well, not quite yet, River. Good. How you feeling? About the same as you. I'm sorry to hear that. Well, take care of yourself. You too.
Da sind wir wieder. Und uns geht uns wieder gut. Das ist sehr schön. Das Ding ist... Ach, jetzt wieder diese Mucke. Pass auf. Was mir gerade eingefallen ist... Normalerweise müssten wir uns doch die gesamte Kohle abgenommen haben. Ich hoffe, dass das Spiel nicht so arschig ist, dass das so ist. Good morning, Arthur. Okay, ich kann noch Beitrag leisten. Gut. Das ist sehr gut. Geld. Wir brauchen bestimmt noch einiges. Wir hauen mal wieder ordentlich was in Pott. War so, dass wir noch 3000 haben. Ich hab zu früh abgebrochen, sorry. Na. Mann, ihr wisst ja, ich will immer einen genauen Betrag haben. Warum auch immer, das ist eigentlich totaler Schwachsinn, aber... Ja, ich mach doch da eine glatte Zahl haben, stehen haben. So, 599, hier 6 kriegen die. Kann sich nur um Stunden handeln. Ich zähle noch, ich hab's sehr klein, das Geld, deswegen dauert das mal ein bisschen. So, nein. 599 und genau. Na? Alles klar? Gönnt euch, Leute. Ich weiß. So, wir gucken mal ins Kontrollbuch rein. Ich weiß jetzt nicht, ob was dazugekommen ist oder ob das wirklich bloß das Boot ist. Nächste Seite. Hier können wir bloß auffüllen. Da können wir auch was auffüllen. Machen wir auch, aber ich glaube, die Vorräte müssen eigentlich nur da sein, ne? Das haben wir alles, jetzt erkenne ich das wenigstens nochmal richtig. Du hast ein Boot für das Lager gekauft. Ja. Ich meine, wir haben es doch, oder? Es ist doch jetzt nicht so schlimm. Jetzt gucke ich bloß mal, ob ich das Zeug auffüllen kann. Most educated man in his county. Ja, immer Vorräte auffüllen. Miller writes about men like him. Miller's a slave to pretty words and empty phrases, but he don't. Gut, das war's damit. Also wahrscheinlich müssen wir noch irgendwas anderes entdecken, damit wir mal. Oder ich habe das Lager jetzt komplett aufgerüstet. Ich weiß es halt nicht. You're a great man, Mr. Dutch. Wir können aber auch noch, ich weiß zwar nicht, ob ich irgendwas noch da habe. An Wertsachen. Gegenstand habe ich nicht. Okay. Okay, dann nicht. Ach, warte mal, ich sehe ja, da ist ja noch... Warte mal, wir haben da noch irgendein anderes Symbol. Was hat denn das zu heißen? Was ist das hier? Einbruch. Wenn wir noch Zeit haben. Ich werde erstmal kurz fischen gehen, wenn wir noch Zeit haben. Müssen wir mal gucken. Tag, angeln? Arthur. You going fishing? Yes. Or running off to Como Driscoll? Of course not. I was joking. That's very funny. Yes, very funny. I saved your life, and now you torture me. Ho, ho. Shut up. Do you want to go fishing with me? I found an interesting spot. We'll do well. I'm not a great fisherman. But I am. I'll teach you something. We come? Sure. Ja, sicher, ich war immer Bock zu angeln. Ja, ich meine, wer die anderen Folgen gesehen hat, der weiß es ja. Wie sehr ich Bock habe zu angeln, obwohl mich jetzt lieber der, oder eher der Raubüberfall, oder der Banküberfall, oder keine Ahnung, reizen würde. Aber nur gut. Und wenn man alles vom Spiel irgendwo mitnehmen will, dann gehört das irgendwo auch dazu. Also. Now we're off fishing together. Obwohl ich weiß, dass ich nicht auf 100% spielen werde oder kann. Jo, viel Spaß beim Pickeln. You keep saying that, but I save your life every day I don't kill you. So we are more than even on that front. Come on, you don't mean that. You better believe I mean it. Now where's this spot? Not much further. Ich wollte gerade sagen, wäre das jetzt nämlich hier vorne gewesen, hätten wir auch zu Fuß laufen können, du voller Arsch. Ich schätze mal quasi irgendwo da hinten, auf jeden Fall an dem See hier, ansonsten würde er hier nicht vorbeireiten. Lol, da sind wir? This is the place.
Some beautiful smallmouth here. Bass? Sure. Ah ja. Wir werden einfangen und dann, glaube ich, wieder zurück. This strip of shore looks perfect. Na, wo habe ich nicht zielen? Wo war denn die Angelroute? War das bei Ging? Nee, doch. Angler am Strand. Achso, Köder. Habe ich überhaupt einen? Ja, komm hier. Hä? It's if you got 'em. Otherwise, maybe some bread or cheese. Well, I think we could spread out a little bit. Wir waren das noch mal gewesen. Nein, nimm die Angel wieder, Kollege. Ach man, deshalb liebe ich ja. Ja. Ist jetzt ein Killer dran, ne? Na, oh Mann, das, kann ich nicht einfach mit der Waffe. Deshalb ist Angel für mich. Zumindest im Spiel nicht. So. Ich hab noch einen Köder dran gehabt. Ach komm, leck mich. Ist nur zum Strecken da, keine Sorge. So, dann nehmen wir halt den hier. Dachte, er wollte den Blinker oder was das ist nehmen, aber... Nee, warte mal, wie war denn das jetzt gewesen? War das nicht? Angel am Strand? Naja, da muss ich mich hier hinstellen. Köder habe ich dran. Ach, jetzt macht das. Oh. Mhm. You getting many bites there, O'Driscoll? I ain't an O'Driscoll. I told you fellas 100 times. I'd only been with him a couple of months. I was just a runner, helping out with the horses mainly. Hat er jetzt ihn angebissen oder nicht? And to think that was the high point of your career. Comb goes through men like cigars. They ain't like you folks. You barely knew my name. I'm more Kieran Vanderlyn than Kieran O'Driscoll at this point. Honest to God. Mostly I'm Kieran Duffy. I hate to break it to you, but I ain't sure Kieran Vanderlyn is gonna oh, stick. Da war einer. Ich glaube, mit dem Banküberfall, das werden wir uns für, oder Raubüberfall, werden wir uns, glaube ich, für morgen aufheben müssen. Nein. Oh. Not too fast, you can break the line. Na klar. Nice. Good catch, Arthur. So, sollte reichen, oder? Na sicher, aber halten. Eins von drei. Ganz ehrlich. Achso, Köder. So, hier. Das Ding ist, wenn wir das jetzt schon mal machen und da steht eins von drei, vielleicht habe ich Glück und erwische dreimal den gleichen. Also... Wenn wir schon mal da sind. So, you think Dutch trusts me now? Nein. That's a good one. What? Not in the slightest, my friend. I can't win. I promised loyalty, he says, but you wasn't loyal to Combe. If I say I ain't got no allegiance to nobody, he says, how do I know you won't turn on us then? I don't know what you want to hear. I'm trying hard to feel sorry for you, but somehow... I just can't manage to. Vielleicht funktioniert's ja. What in the world? Arthur, are you seeing this? The feather's naked as a jaybird. Is that why you like this spot? My lord. There's somebody needs to go to confession. Hey, watch the line! Oh, hey! I nearly gulped down a minnow. Sorry, fellas. Didn't see you there. Why don't you take a break? Come on in. The water's wonderful. You here for some fishing? We hope to. You haven't scared them all away, have you? Oh, just so you fellas know, there's some real big ones over that way, like this. Okay. Well, I better keep the blood pumping. Hope you gents catch something.
Yeah? Maybe we'll take a look. Thanks. I know where ja, that is. Nimm die, so come on, let's sagen. Go. Gut, dann packen wir zusammen. Hey, wait up! Na gut. Hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Weil ich dachte, okay, wir müssen jetzt mit ihm angehen, damit er sich ein bisschen ausquatschen kann und dann, ja. War's das. Aber nur gut. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob das bloß daran lag, dass ich jetzt weiter geangelt habe. Weil ich hätte ja auch abbrechen können und dann zurück. Deswegen, mal gucken. Uah, ne, Lasagne, Alter. Immer mit dem Kopf durch den Baum. Ne? Immer mit dem Kopf durch den Baum. Was hier meint er? I think this is the place that naked fella was talking about. Du denkst. Naja, dann. Christ alive! Darf ich? Ich darf hier nicht absteigen. Ich darf mich auch nicht bewegen. Ich darf die Kamera bewegen. Nett. Oder erzählt er mir jetzt noch was? Ah. Did you see that amazing bluegill? Sure. That got you real excited, huh? Darf ich bitte wieder absteigen? So. Oh, ein legendärer Fisch. Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass meine Angel... Hä? Warum? Du brauchst ja einen speziellen Köder, okay? Welcher Typ? Ja, mein... Okay, aber ich habe keinen speziellen Köder, oder? Maisköder, Käseköder, Brotköder, wird glaube ich nicht springen. Zieht alle mittleren und großen Seefische an. Naja, hier ihn. Was hat. Ach, jetzt macht das Rad. Weißt du, vorhin wollte ich ihn benutzen, ging nicht. Ja, halt die Klappe. So taught you how to fish. My pappy, mostly. I lost my mammy and pappy when I was young to cholera. Your mammy? Like I said, I was real young. After that, I was on my own pretty much, but I knew horses and fishing. Well, just think now, you'll never be alone again. Na? Hey, hab ich die Schnur jetzt nicht schon bald wieder hier? Ja, toll. Ich wollte aber einen großen. Also den. Ich wollte den großen. Warte, kann ich ein bisschen wieder reingehen? Und. Ich hab einen Köder. Hä, willst du. Oh, mein Spiel, komm bitte. Ja, dann stelle ich mich wieder hier hin. Ist das jetzt der Große? Ich hoffe. Ah. Ja, komm, komm, komm. Ein bisschen schneller. Habe ich ihn? War das jetzt der Große oder nicht? Schwarzbarsch. Lalala. Ja, aber halt natürlich. Nein, ich... Sag mir jetzt bitte. Ja, hier, na. Hab ich überhaupt noch einen? Ich hab noch einen Seeköder. Ach ja. Look at this. I ain't so bad. At least you ain't tied to a tree. I'm still a prisoner, Arthur.
I can't step outside camp by myself for a second without being terrified one of Combs' boys is gonna come pick me up. When I'm in camp, I got Bill and Sadie whispering in my ear all the time how they're gonna kill me in my sleep. Like living in a nightmare. Christ. If I'd known you were gonna moan this much, I'd have never have said yes to this. Ich mach jetzt einfach den. Ich weiß, das ist der falsche Köder, aber ich dachte, wir müssen jetzt bloß den Großen hier fangen und dann war's das. Ja, toll. Hallo? Kannst du mal bitte hier einholen und nicht Leine geben? Ich meine, ich behalte die Viecher zwar trotzdem, oder die Fische zwar trotzdem, weil, na? No, that's not it. Ach, ich muss jetzt echt hier so lange angeln, bis der Große dabei ist, oder was? Ja, schön. Ich hatte auch schon 2,4 Kilo, reicht das nicht? Aber... Vier von vier. Du hast keinen Köder am Haken, also, ja. Das ist mir schon klar. Oder muss ich das daran machen? I don't think we have much chance. We need better bait. You might want to see if the stores around here sell anything better. I think I'm gonna head back to camp, Arthur, if that's okay. Ich versteh's einfach nicht. Ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. Das ist halt Angeln. Ich meine, jedem das seine, vielen macht das Spaß, ich weiß. Aber für mich wäre das irgendwie ein bisschen. Wo ist das jetzt endlich mal der Herr? Ja. Natürlich ist das nicht, der ist da hinten. Willst du mich verarschen? Na gut, wir nehmen mal mit, was geht, Alter. Also die Folge kann echt noch übel lange dauern. Ja. Meine Tasche wird doch langsam mal schwer. Was das? Oh Gott sei Dank, das war's. Okay. So viel zum Thema, das kann auch lange. Ich weiß aber auch nicht. Wahrscheinlich war es wirklich bloß, er musste sich ausquatschen, ne? Ich hoffe, dass jetzt der Diebstahl nicht weg ist, weil das würde ich gerne. Das würde ich doch jetzt gerne machen. Darauf hätte ich jetzt Bock. Und dass wir jetzt keine Angelmission weiterkriegen. Aber ich glaube, ich werde die Fische erstmal. Warte mal. Ja, doch, die müsste es auch zum Lager gehen. Bevor ich hier anfange, werde ich nochmal die Fische verkaufen. Wird, glaube ich, besser sein. Ich glaube, ich reite jetzt auch richtig. Nein, ich reite nicht richtig. Scheiße, weil das ein anderer Auftrag ist, ne? Ja, genau, da wollte ich nämlich gar nicht hin. Oder muss ich da hin? Ich weiß nicht, im Lager ist jetzt gerade gar nichts. Warum ist im Lager nichts? Warte mal, ich reite da trotzdem hin, um dem Koch die Fische zu geben. Aber vielleicht muss ich dann erst zum nächsten Auftrag, das weiß ich ja nicht. So, Vorsicht, Lasagne, Vorsicht, Vorsicht, du weißt. Ich meine, du hast einen Dickkopf, das ist klar, aber wir müssen es ja nicht jede Folge machen, oder? Du musst ja nicht jede Folge gehen, oder? Du musst zum Zuweisen, dass du hier Herz drüber hast. Ja, ich wollte gerade sagen, Fischen, nein. Warum ist optional? Vielleicht müssen wir es auch noch machen, keine Ahnung. So, ich wollte aber auf jeden Fall eigentlich den Banküberfall, aber der ist nicht mehr eingezeichnet, ne? Toll. Sehr schön. Na gut, dann halt das nächste Mal, wenn wir reinkommen. Nein, ich werde nicht fischen. So, der Herr. Ich möchte spenden. Alles möchte ich nicht spenden, warte mal. Ach so, alles spenden.
Kannst du spenden? Spenden, kannst du spenden. Ja, das reicht so. So, gönn dir. Oder haben wir das jetzt noch? Nee, da haben wir jetzt bloß den Fisch. Und die andere Mission ist weg, ne? Ist bloß der blöde Fisch. Na klar, ist die andere Mission weg. Schade. Hätte ich mal doch den Banküberfall gemacht. Aber nur gut. Hat die Folge wieder ein klein wenig Überlänge, aber das... Und der Elan. Ich denke, wir zerkraften. Aber ich glaube, wir müssen ihn mit ihm nochmal, damit er sich da auskotzen kann, oder? Wir müssen eigentlich nicht, aber es ist halt. Vielleicht. Aber auch nur vielleicht mal. Hallo, Lasagne, beweg mal deinen Arsch. Wenn ich dann wirklich doch endlich mal diese 2-3 Stunden Folgen aufnehme. Schöne Zeitlupe gefallen, weil ich mal dann irgendwann die 2 bis 3 Folgen so, die eine Stunde lang gehen sollen, mal aufnehme, um dann ein bisschen zu jagen und so. Werde ich das da, glaube ich, mit reinschieben, wenn es nicht bis dahin weg ist, weil wir dann vielleicht umgezogen sind oder lalala, das kann natürlich auch sein. Das ist immer so meine Befürchtung. Sobald wir nämlich mit Dutch, also du hast zumindest, glaube ich, meistens so gewesen, sobald wir mit Dutch irgendwie weitergemacht haben. Was heißt immer? Warte mal kurz. Ich hau wieder ein bisschen was durcheinander, ich weiß. Oder quasi durcheinander. Nee, wir sind zwar bloß einmal umgezogen, aber für mich ist seitdem immer die Befürchtung, ja, sobald man mit Dutch immer weitermachen kann, es sehr gut sein, jedes Mal, naja, dass wir halt dann weiterziehen und gewisse Sachen nicht mehr machen können. So, Grüße. Been waiting for you, Arthur. Well, I'm sorry to have kept you. Come on, let's get going. What's the plan? We're meeting a couple of the Greys over at the saloon. They spoke to Bill about a job needing security. After the farce of stealing the horses for them, why are we doing this? Because we need to stay in with them, and they're paying. So what kind of security they want? We're about to find out. Now come on. This seemed legit to you, Bill. Sure. Dutch said we was to keep on dealing with them until we find this gold. Can we trust them? Can we trust anyone? Yeah. Let's just see what they say. They said there was some big misunderstanding about them horses. And what about boring in their fields? They don't know we had anything to do with that. Oh, that's so? Yeah. They think it was the Braithwaites. Listen, I know these Grey boys a bit now. This is on the level. Stuck in the middle of some ancient feud, but instead of playing both sides, we're being used by both of them. They were saying that Catherine Braithwaite. Hey, hold up. This don't feel right. Now it don't feel right. I could have told you. He's the guy who's the talk of the town with the restless gun. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomits on the run, boy. Keeps the vomits on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun, boy. When you see him use a gun, he's the top of the West. Always cool is the best. He keeps alive with his Colt 45. Fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun, he's the top of the West. Always cool, he's the best. He keeps alive with this Colt 45. Who's the guy who's running to town in the prairie sun?
When you've seen him, you're gone, boy. When you've seen him, you're just gone.